starten. Jetzt hat man alle, die nachschauen. Geist, es ist wirklich geisteskrank, dass dieser Mann sich immer wieder die Zeit nimmt. Ich meine, ich weiß ganz genau, so damals, wo ich am Anfang gestartet bin, dass diese Person die Person war, ja, die mir das ganze Business präsentiert hat, wenn ich ganz ehrlich bin. Zum allerersten Mal habe ich genau von ihm vor über 3 Jahren fast das Business wirklich vorgestellt bekommen. Und ich denke mir so damals, ey, wow, er schon damals war, obwohl er unfassbar weit war, finanziell gesehen und so weiter und so fort, an einem Punkt, wo er immer Menschen wirklich an die Hand genommen hat. Immer für die Menschen da war, obwohl er es nicht machen musste. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin so dankbar dafür, weil Geist hätte das definitiv gerade was anderes machen können. Er hätte im Ausland sein können und vielleicht ist auch jetzt schon, I don't know, aber er ist trotzdem auf diesem Call, wisst ihr? Nimm sich die Zeit für uns, um dir zu helfen. Ich meine, die meisten Leute um 22 Uhr am Freitag, du weißt ganz genau, was sie tun. Die verschwenden seine Zeit, ihre Zeit, deren Zeit und machen nichts aus dem Leben. Und dieser Mann ist für uns da, um dir zu helfen, deine Träume und Ziele zu erreichen, um auf neues Level zu kommen. Obwohl er mittlerweile Organisationen leitet mit Tausenden von Menschen und an einem Punkt ist, wo die wenigsten sind. Okay, und glaub mir, wenn du wirklich in deinem Leben was verändern willst, wenn du wirklich im Trading, wenn du wirklich im Bereich Network Marketing auf neues Level, auf neue Ebene kommen möchtest, endlich mal diesen Durchbruch erschaffen willst, endlich mal wirklich anfangen möchtest, Geld zu verdienen, endlich mal wirklich anfangen willst, diese Ranks zu finden, diese Funded Challenges zu bestehen, höre diesen Worten gleich zu. Ich werde erstmal den Namen nicht sagen. Ja, und ich werde erstmal das Wort Jerome passen, weil ich denke, er kann viel mehr dazu sagen. Let's go, Bro. Yes, Guys, also ich glaube, nach diesem Edifying, nach diesen Worten von Daniel, ist eigentlich wenigstens 99% dieses Calls schon bewusst, wer heute auf uns zukommt. Und ich werde seinen Namen sagen. Wir wissen alle seinen Namen. Oder ich würde einfach sagen, hey, drop du mal seinen Namen in den Chat, Guys. Über wen reden wir jetzt gerade? Drop's mal in den Chat, komm mal. Drop's mal in den Chat. Ah, let's go, let's go, let's go. Hey, Guys, Ilya. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wenn ich über diesen jungen Mann rede. Ilya ist der Grund, warum ich heute hier bin, wo ich bin. Hussein, Ilya, diese Boys waren da, als keiner da war, Freunde. Und ich sage euch eine Sache: Ich und Ilya haben uns damals kennengelernt, als er sage und schreibe, nicht Chairman 50, nicht Chairman 25, nicht soon to be Chairman 100, sondern P5K war. P5K. Ich erinnere mich an Zeiten, Freunde, wo Ilya stundenlang gefahren ist, um offline mit mir und unserem Team hier vor Ort in Koblenz zu grinden, wo Ilya Stunden in Kauf genommen hat, obwohl er auf einem Punkt finanziell im Trading als Persönlichkeit war, wo er das definitiv nicht mehr hätte machen müssen, um zu leiten, okay, um zu lieben, um mir zu zeigen, wie man das Ganze macht. Ilya ist der Mann in diesem ganzen Business, der das Ganze hier instand hält, Freunde. Ohne Ilyas Werte, ohne Ilyas Personality. Und ich hoffe für dich, ich wünsche mir für dich, egal wie lange du gerade am Start bist, dass du wenigstens einmal das Privileg hast, mit ihm privat mal zu sein, mit ihm mal auf Incentives zu gehen, mit ihm mal in einem Airbnb zu sein, whatever. Weil du wirst merken, sein Wesen bringt etwas in den Raum, was nichts anderes in den Raum bringen kann. Er ist so humble, er ist so eine Personality, es ist geisteskrank. Immer wenn er in den Raum kommt, ich bekomme so oft das Feedback von mir selber, aber auch von anderen Partnern, die ihn miterleben, ey. Er kommt in den Raum und du merkst, irgendwas ist anders. Du merkst, irgendwas hat sich verändert. Versteht ihr, was ich meine? Ilya ist ein Mensch, er bereichert jeden Einzelnen, mit dem er in Kontakt kommt. Und das macht ihn aus. Er ist Sherman, weil er Leute bereichert und nicht bereichert Leute, weil er Sherman ist. Er ist unser Leader, unser Mentor, derjenige, den wir bis in den Tod folgen, wenn es sein muss, Guys. Und ich würde sagen, ohne viel Gelaber, weil glaub mir, Ilya muss heute nicht hier sein. Freunde, bitte tu dir den Gefallen. No takers are money makers. Letztes Mal hat Alex Morton eine Sache gesagt. Learn and apply today, teach it tomorrow. Und wie kannst du etwas teachen, was du nicht festhältst? Der beste, der schlechteste Bleistift hält besser als das beste Gedächtnis. Das, was die Ilya mitgibt gleich, ist nicht eine Information, die er braucht. Das, was die Ilya mitgibt, ist nicht etwas, was er hören muss. Das, was er mitgibt, ist das, was du hören musst. Und auch wenn du es schon fünfmal, hundertmal gehört hast, das ist mir egal. Wenn du schon wüsstest, dann wärst du es schon. Lass uns humble bleiben. Lass uns die richtige Erwartungshaltung haben. Lass uns diesen Call mitnehmen als den Call, der unsere gesamte Laufbahn bis Zagreb und für den Rest unseres Lebens verändern wird. Weil Ilya hat es schon immer und immer wieder gemacht. Ilya ist die Person, der mir Nuggets gegeben hat, die mein komplettes Leben, meine komplette Perspektive verändert hat. Und ich hoffe, für dich ist heute der Tag gekommen, wo du das Privileg hast, sowas für mich zu erleben.
Das war, ey Leute, ich bin hyped, ich bin ready mit, egal wo ich gerade bin. Und wir sind hier gerade mit dem Team, ich bin ready mitzuschreiben, Kopfhörer reinzumachen, fokussiert zu sein, aufzupassen. Und drop du jetzt mal eine 777 in den Chat, wenn du es auch bist, Leute. Come on, get it. Let's get it, guys. Daniel, ich weiß nicht, was du noch zu sagen hast. Aber Yes, wurde sir. jetzt. Guys, macht alle Handy auf Flugmodus, seid ready und welcome to the stage, guys. Ihr hört zu, Wix Bro, let's go, man. Danke für deine Zeit, Bro. Du kannst dich sehr gerne entstummen und let's get it, Bro. Alright, alright, alright. What's up, fam? Ich hoffe, euch geht es wunderbar soweit. Danke erstmal vielmals, Boys, für diese lieben Worte. Ich appreciate das Ganze definitiv. Und ich hoffe erstmal, euch geht es allen wunderbar. Drop gerne mal eine 7 in den Chat für die zwei Jungs, dass sie das Ganze heute hosten, dass sie diesen Call heute haben können, dass wir gemeinsam irgendwo auf ein neues Level kommen können. Und ich finde, wenn wir jedes einzelne Mal als eine Unity in eine Richtung laufen, hey Guys, dann können wir wirklich Dinge bewegen. Wir können wirklich etwas Großes entwickeln. Und dieser Call heute ist, vor allem, ich habe diesen Titel gesehen. Ich meine, ein bisschen, Bro, dieser Call, der wird crazy, okay? Aber dieser Call heißt 30 Day One, Time for Miracles. Okay, Time for Miracles. Und was bedeutet Time for Miracles? Ich meine, wenn wir genau darüber nachdenken, es ist wirklich die Zeit, um Wunder zu kreieren. Es ist die Zeit, um wirklich etwas Großes aufzubauen, wirklich all in zu gehen mit dieser Organisation hier, weil hier die besten Leader sind, weil hier Menschen sind, die wirklich deinen Erfolg haben wollen. Und ich erinnere mich damals zurück, als ich mit IAM gestartet bin und die Möglichkeit hatte, vor allem IAM für mich wahrzunehmen. Ich weiß, dass diese Möglichkeit mein Leben wirklich verändert hat. Ich weiß, dass diese Möglichkeit etwas in mir ausgelöst hat, was nichts anderes zuvor in meinem Leben ausgelöst hat, weil ich gesehen habe, dass ich hier die richtigen Dinge geteacht bekomme, weil ich gesehen habe, dass ich hier die richtigen Menschen habe, weil ich gesehen habe, dass ich hier die richtige Guidance habe. Und vielleicht spürst du das Ganze gerade genauso. Du weißt ganz genau, du hast die richtige Guidance. Und wenn wir darauf schauen, was die Welt gerade am meisten braucht, die Welt braucht gerade am meisten Guidance. Okay, die Welt braucht gerade wirklich etwas, woran sie halten kann. Und etwas, was sie lernen können, was ihnen long-term hilft, ihr Leben in eine Richtung zu bringen von Erfolg. Okay, deswegen, Guys, wie gerade schon gesagt wurde, 33 Tage, beziehungsweise ungefähr 34 Tage bis zur Convention in Zagreb. Und das kann man 30-Day-Run nennen, okay, weil sobald die Woche vorbei ist, sind es 30 Tage, die wir haben, um unser Leben zu verändern. Okay, wir haben 30 Tage, um wirklich etwas Großes aufzubauen. Und sowas ist powerful. Deswegen, was ich jedem Einzelnen von euch empfehle, ist jetzt in den sogenannten Monk-Mode zu gehen. Okay, und ich habe eine Session auf MMX, guck das gerne nach, wenn du willst, weil ich nicht zu tief darauf eingehen werde. Und die heißt Monk-Mode. Okay, Monk-Mode. Und das bedeutet einfach, dass du in diesen Mönch-Modus gehst. Okay, du sperrst dich ein, du bist am Verzichten, du bist all in, du bist bereit, wirklich alles zu geben. Und ich finde, in dieser kurzen Zeit kannst du in deinem Business alles verändern. Das heißt, egal was dein Ziel gerade ist, vielleicht willst du P150 gehen, vielleicht willst du P6 gehen, schreib mir mal dein Ziel in den Chat. Welchen Rank willst du haben bis zur Zagreb Convention? Okay, welchen Rank willst du haben? Drop es in den Chat. Sehr nice. Ich sehe P1, okay, ich sehe P150, ich sehe P6. Okay, ich sehe P2, P600, P2K, P1K. Sehr nice, okay? Und das sind Goals, fam. Okay, das sind Goals, die wir ernst nehmen sollten. Okay, das sind Ziele, die wir definitiv ernst nehmen sollen. Okay, 20K Funded. Okay, das heißt, wir sehen, das sind Goals, das sind Ziele. Und ich will, dass du anfängst, in diesen Mode zu gehen, wo du sagst, hey, no matter what, no matter what, egal wie viele Neins ich kriege, egal wie viele Menschen mich supporten oder nicht supporten, egal wie viele Challenges ich verliere, ich werde das Ganze erneut und erneut und erneut und erneut tun, bis ich dort bin. Okay? Und bis Zagreb ist es machbar. Okay, bis Zagreb ist es definitiv machbar. Deswegen geh in diesen Bankmodus rein, sperr dich ein, verzichte, geh all in, sei bereit, dein Bestes zu geben. Sei bereit, an deine Grenzen zu gehen. Was ich gemerkt habe, wenn es um Erfolg geht, ist, dass Erfolg in einer sehr kurzen Zeit kommt. Es gibt immer diesen kurzen Zeitraum, diesen wirklich kurzen Zeitraum, diesen einen kleinen Moment, okay, wo sich alles verändert. Diesen einen kleinen Moment, wo du wirklich den größten Erfolg verspürst. Ich meine, jeden einzelnen unserer Leader, wenn ich mir die Chairmans anschaue, wenn ich mir erfolgreiche Trader anschaue, die meisten Menschen haben in einer sehr kurzen Zeit diesen Erfolg erreicht. Aber davor braucht es Jahre, Monate, bevor es dann gemacht wurde. Okay, das heißt, im Endeffekt, wir müssen uns klar machen, dass diese kurze Zeit alles verändern kann. Und ich sag nicht, dass alles verändern muss. Aber wir müssen so denken, als könnte es. Wir müssen naiv genug sein für Erfolg. Und Naivität, wenn es um Erfolg in einem Network im Bereich Trading ist, ein sehr wichtiger Faktor. Es ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor, naiv genug dafür zu sein, dass diese Möglichkeit für dich funktionieren kann. Edmund Leight redet immer über das Thema der Power of One More. Dieses eine mehr kann dafür sorgen, dass sich dein Leben verändert. Ich meine, wir stehen morgens auf und wir haben nicht immer Lust aufzustehen, right? Wir haben nicht immer Lust, diesen Tag zu starten, aber wir stehen auf und wir tun es trotzdem. We do it anyways. Und diese Entscheidung, es trotzdem zu tun, ist das, was dich immer ein bisschen weiterbringen wird als die meisten.
Diese Entscheidung, diesen einen Step, diese extra Meile zu gehen, wird dich auf einen Weg bringen von Erfolg, den die meisten Menschen gar nicht erst betreten. Okay? Deswegen geh in diesen Bankmord rein, do it anyways, versteh die Power of one more, ein Meeting, ein Call, ein Event, eine Stunde mehr, okay, ein Tag mehr könnte alles verändern und das wird es. Wenn wir mit diesem Denken vorangehen und wir haben diese Mentalität und wir haben diese Sachen immer in uns und wir haben das Verständnis dafür, dann wird auch dieser eine Tag wahrscheinlich kommen. Dann wird auch wahrscheinlich diese eine Person irgendwann kommen. Dann wird auch wahrscheinlich dieser eine Moment kommen, der bei dir alles changen wird. Und vielleicht ist dieser eine Moment auf dieser Zagreb-Convention. Vielleicht ist dieser eine Moment, wo du als P1K über die Bühne läufst und du kriegst Congratulations von über 10.000 Menschen. Okay, vielleicht ist das dein Moment, wo du sagst, wow, ich weiß, warum ich hier bin und ich weiß, was ich haben will. Okay, das heißt, im Endeffekt, wir müssen verstehen, wie powerful das Ganze ist, was wir haben und vor allem in was für einer kurzen Zeit du alles verändern solltest und verändern kannst. Okay, weil Guys, eine Sache müssen wir verstehen, dass die Zeit wegläuft. Und es ist wichtig, dass wir Erfolg verstehen, es ist wichtig, dass wir verstehen, wie es funktioniert. Deswegen gibt es genau drei Dinge, die ich dir mitgeben will in den nächsten 30 Tagen, genauso auch danach noch ein paar Dinge, aber drei Dinge, die ich dir mitgeben will, woran du arbeiten solltest. Drei Dinge, wo ich sage, hey, das ist the foundation, okay, das ist dein Fundament für Erfolg. Der allererste Punkt ist develop the skill sets. Bau dir die Skills auf, die erforderlich sind, um hiermit erfolgreich zu werden. Und ich weiß nicht, was dein Ziel ist. Du hast gerade in den Chat gedroppt, ob es P2K, P6, P1, Chairman ist. Okay, schreib dir dein Goal aus und fang an, die Skills zu entwickeln, die erforderlich sind dafür, dass du das Ganze erreichen kannst. Okay? Ich meine, wir müssen gut werden in dem, worin wir gut sein müssen. Wir müssen gut werden in den Dingen, die wir jeden einzelnen Tag umsetzen. Deswegen, was sind die Dinge, die du jeden Tag tun musst, um das Ziel zu erreichen? Frag dich das erstmal. Okay? Was sind die Dinge, die du jeden Tag tun musst? Wenn du im Network Marketing erfolgreich werden willst, du redest mit 3 bis 5 neuen Menschen, okay, jeden einzelnen Tag. Wenn du im Trading erfolgreich werden willst, du bist jeden Morgen zur London-Session beispielsweise 8 Uhr, 7 Uhr morgens am Markt, du analysierst die Märkte. Egal, was du tun musst, frag dich, was sind meine Aktivitäten? Was sind die Dinge, die ich wirklich tun muss, um das Ziel zu erreichen? Und dann frag dich, ob du gut genug darin bist. Frag dich, ob du wirklich gut genug in diesen Skillsets bist, dass diese Dinge auch funktionieren können. Und wenn das nicht der Fall ist, fang an umzusetzen, fang an zu handeln, fang an diesen Dingen zu arbeiten. Und du hast Uplines, du hast Mentoren. Wenn du nicht weißt, wie genug, wenn du keine Ahnung hast, du kannst diese Menschen fragen. Das ist doch die Power davon, Menschen fragen zu können. Okay? Menschen fragen, Mentoren zu haben, die dir sagen, was zu tun ist. Die dir sagen, was du tun solltest. Die dir sagen, was der nächste Step ist. Deswegen develop the skills. Der zweite Punkt, master your self-image. Meistere dein Selbstbild. Ich musste mein Selbstbild meistern am Anfang in diesem Business. Ich musste meistern, mich größer zu sehen. Ich musste meistern, mich weiter zu sehen. Ich musste meistern, die Meinung anderer Menschen nicht zu akzeptieren, die nicht das haben, was ich haben will. Das heißt, meistere dein Selbstbild. Wie siehst du dich selber und vor allem glaubst du an dich selbst? Okay, glaubst du genug daran, dass du fähig bist dazu? Glaubst du genug daran, dass in diesen nächsten 30 Tagen sich bei dir alles verändern kann? Meistere dein Selbstbild. Wie siehst du dich selbst? Glaubst du genug an dich selbst? So wie du dich siehst, so sehen dich andere Menschen. Es ist ein Spiegelbild, okay? Deswegen paint your vision, sehe die Vision für dein Leben und lebe mehr in diesem Moment von der Person, die du sein willst, anstatt von der Person, die du gerade bist. Da kommt doch Veränderung ins Spiel. Veränderung kommt ins Spiel dann, wenn wir anfangen, die Person, die wir sein wollen, mehr zu sehen als die Person, die wir gerade sind. Und dritter Punkt, become a person of increase. Okay, werde eine Person von Wachstum. Sei eine Person, die Wachstum akzeptiert im Leben. Okay, gebe Mehrwert, so wächst du. Baue den Mehrwert in dir selber auf und du wirst wachsen. Okay, ich meine, wenn du ein Mensch bist, der extrem viel Mehrwert in sich hat, mit Mehrwert meine ich auch die Skillsets, die du hast, das Denken, was du hast, das Mindset, die Zeit, die du investiert hast in gewisse Dinge. Du bist eine Person, die voller Mehrwert ist. Und desto mehr Mehrwert du hast, desto mehr Geld verdienst du. Ganz, ganz simpel. Okay, Geld funktioniert so, dass es zu Mehrwert kommt. Okay, Erfolg kommt zu Mehrwert. Das heißt, im Endeffekt, wenn du eine Person des Wachstums wirst und du hast Mehrwert in dir und du speakst mit Menschen, du gibst Menschen Value und du arbeitest hart, okay, du hast wirklich Work Ethic verstanden in deinem Leben, dann werden Menschen Lust haben, mit dir zu sein. Menschen werden die Interesse haben, von dir zu lernen. Menschen werden die Interesse haben, dir zu folgen. Und stell dir vor, du leitest ein Team von 12 Personen. Stell dir vor, du leitest ein Team von 30 Menschen. Stell dir vor, du leitest ein Team von 500 Personen und bist Chairman 10. Guys, lass uns bewusst werden, wie powerful der Impact sein kann, den du haben kannst. Okay, deswegen diese drei Punkte. Develop the skills, master your self-image und become a person of increase.
Wenn eine Person des Wachstums. Okay. Und wenn du diese drei Dinge meisterst, hey, dann hast du das Fundament für diesen Monat. Du weißt, hey, ich kann die Skills erlernen, die ich lernen muss. Ich habe ein positives Selbstbild und vor allem bin ich eine Person des Wachstums. Ich habe Mehrwert in mir, ich habe Skills in mir, ich hab das, was es braucht. Und wenn wir genau darauf schauen, jeden einzelnen erfolgreichen Chairman, den du gerade siehst, er oder sie hatte die Möglichkeit, die Person zu sein, die sie heute sind, bevor sie die Person waren. Okay, und ich denke, diese Person jetzt schon zu sein, dieses Mindset jetzt schon aufzubauen, dich already there zu sehen, dich already da zu sehen, dass du schon da bist, ist eine der größten Fähigkeiten, die du aufbauen kannst. Und dann baust du eine Sache auf und das ist Desire. Du baust Urgency auf, um es wirklich zu erreichen. Du baust dieses Feuer in dir auf, wo du sagst, wow, ich will es wirklich haben. Und das ist das größte Problem. Da fängt das größte Problem an. Die meisten Menschen wollen es, aber sie wollen es nur im Sinne von, hey, ich stelle es mir vor, ich visualisiere es und ich will es. Ich meine, Guys, 100% der Menschen wollen es. Jeder will es. Jeder, der draußen ein Lamborghini sieht, sagt, ich will auch ein Lambo haben. Jeder, der draußen rumläuft und irgendwelche geilen Kleider sieht, sagt, ich will solche Kleider haben. Okay, wollen tut jeder. Wollen tut jeder von uns. Wollen tut jeder da draußen. Jeder tut wollen. Jeder will. Aber willst du es so sehr, dass du Handlung dahinter gibst? Willst du es so sehr und mehr als jeder andere, dass du es wirklich tust? Dass du wirklich den Weg gehst, der erforderlich ist, um das Ganze zu erreichen? Willst du es so sehr? Wollen tut jeder. Aber willst du es wirklich so sehr, dass die Actions folgen? Und das musst du dich fragen. Weil wenn du es wirklich willst, sind 30 Tage genug, um dein gesamtes Leben zu verändern. Wenn Gott die Welt erschaffen hat in 7 Tagen, warum solltest du nicht in 30 Tagen dein Leben verändern können? Warum solltest du nicht in 30 Tagen dein Leben komplett auf den Kopf stellen, ein neues Leben beginnen? Warum nicht? Okay? Und ich denke, jeder einzelne von euch ist in der Lage dazu, aber das Ganze braucht eine Entscheidung, Guys. Wir müssen hier sitzen und sagen, hey, ich will eine Entscheidung treffen. Und das solltest du auch tun und diese Entscheidung solltest du auch halten. Da kommen wir wieder zu dem Punkt, wir haben gerade gesagt, hey, manche wollen wirklich. Es gibt Menschen, die treffen eine Entscheidung und das kann jeder, aber die wenigsten können eine Entscheidung halten. Die Entscheidung zu treffen, sich im Gym zu registrieren, ist einfach, aber die Entscheidung zu treffen, dort jedes Mal hinzugehen, ist was anderes. Die Entscheidung zu treffen, bei I am auf Join Now zu klicken, ist einfach, aber die Entscheidung, die erforderlichen Dinge innerhalb dieses Businesses zu tun, um das zu erreichen, was du haben willst, ist was anderes. Das ist wieder eine neue Entscheidung, die du halten musst. Okay, das heißt, wir müssen uns an diese Entscheidung halten. Und es ist ein enorm wichtiger Punkt, dass wir mit einer Sache durchziehen, Guys. Wenn du diese eine Sache anfängst mit I am und du fängst diese eine Sache an mit Trading, dann gib dir 4 Jahre Zeit. Gib dir 5 Jahre Zeit. Das, was heute am meisten passiert, ist, dass Menschen, okay, sich immer wieder ablenken lassen. Sie machen dies und dann machen sie mal das. Sie sind Grasshopper. Jumpen von Möglichkeit zu Möglichkeit, von Firma zu Firma, von dem zu dem. Das sind Menschen, die selber niemals erfolgreich werden können. Das ist so, als ob du eine Axt nimmst, mit dieser Axt einen Baum fällen willst, aber 1000 Mal immer auf eine andere Stelle haust. Du haust 1000 Mal immer auf eine andere Stelle. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Der Baum wird stehen bleiben. Aber wenn du 1000 Mal auf dieselbe Stelle haust, was passiert? Der Baum wird fallen. Wenn du 1000 Mal auf dieselbe Stelle haust, boom, dann wirst du ein Resultat erzielen. Und genauso auch bei dir. Die meisten Menschen lassen sich zu sehr ablenken. Deswegen hau 1000 Mal auf dasselbe drauf. Mach 1000 Mal dieselben Calls, bis es funktioniert. Geh 1000 Mal auf die Conventions, bis es funktioniert. Und denk nicht, ein anderer Weg wäre einfacher oder ein anderer Weg wäre besser. Guys, es gibt nur 2 Wege. Es gibt den harten Weg oder den härteren Weg. That's it. Es gibt den harten Weg oder es gibt den härteren Weg. Und du musst dich entscheiden. Okay? Und es ist wichtig, dass wir diese Entscheidung treffen in unserem Leben. Okay, das Leben ist nicht easy. Es ist nicht einfach, die beste Version seiner selbst zu werden. Okay, du hast Competition da draußen. Du hast Menschen, die es vielleicht mehr wollen als du. Du hast Menschen da draußen, die vielleicht ein bisschen mehr Verlangen haben als du. Und wenn du nicht competen kannst, wenn du nicht auf ein neues Level kommen kannst, hey, was machst du hier? Du verschwendest deine Zeit, weil es gibt Menschen da draußen, die haben wirklich ein Why. Es gibt Menschen da draußen, die haben es wirklich nötig, was zu verändern. I don't know. Vielleicht hast du es gerade noch nicht nötig, aber wenn du das Ganze ein bisschen beobachtest, und ich will nicht zu lieb in das Thema reingehen, aber wenn du ein bisschen das Ganze beobachtest, was gerade in der Welt passiert, dann merkst du, dass du es in ein paar Jahren sehr nötig haben wirst. Dass du in ein paar Jahren wahrscheinlich an einem Punkt sein wirst, wo du definitiv für deine Familie sorgen solltest. Weil die meisten positionieren sich gerade nicht in diesem Wandel und die meisten merken gar nicht, was für ein Reset gerade stattfindet auf dieser Welt. Und die Welt verändert sich gerade, wenn wir ehrlich sind. Okay, vieles passiert gerade. Wenn du jetzt nicht die richtigen Entscheidungen triffst, dann wird es relativ schwer.
Okay, deswegen geht's zu den Top 1%. Lern von den richtigen Menschen. Guys, dieser eine Run jetzt in diesen nächsten 30 Tagen, wie gesagt, das sind diese kurzen Phasen. Bau bitte eine Naivität auf. Geh schlafen mit einem Excitement. Geh schlafen mit einem Verlangen. Guck, dass du heute Abend schlafen gehst und du musst genau wissen, was morgens zu tun ist. Guys, jeden einzelnen Abend, wenn ich schlafen gehe, ich weiß genau, ich habe meine To-Do-Liste, ich weiß, was ich tun muss. Ich weiß, was ich morgen erledigen muss, um ein neues Level zu erreichen in jedem Bereich meines Lebens. Okay, ich weiß ganz genau, welche Aktivitäten erforderlich sind und es gibt nichts und vor allem nicht mich selber, was mich aufhalten kann, davon es nicht zu erreichen. Nicht mal meine eigenen Emotionen können mich nicht aufhalten, meine Goals zu erreichen. Meine Emotionen werden da sein, aber I don't care, okay? Mir ist egal, wie ich mich fühle, ich mache die Dinge, die ich tun muss. Wenn wir nur danach gehen, wie wir uns fühlen, okay, dann wo werden wir ankommen? Okay, deswegen, Guys, ich verstehe dich vielleicht, dass du dich schlecht fühlst, wenn Leute Nein sagen, wenn Menschen quitten, wenn Leader Nein sagen, wenn du ein Team aufbaust und das Team fällt. Guys, life happens, okay? Das ist ein Business, du bist im Unternehmertum und wenn du reisen willst, du willst das Leben der Träume deiner Familie aufbauen, du willst frei sein, du willst Geld haben, du willst erfolgreich sein, hey Guys, dann ist es halt erforderlich, das ist normal. Du kannst nicht erwarten, zu den Top 1% zu gehören, wenn du nicht bereit bist, diesen harten Weg zu gehen. Aber wir müssen uns immer eine Sache vor den Augen halten. Hart wird sowieso sein. Verzichten werden wir sowieso, fam, oder? Entweder wir verzichten jetzt und leben, oder wir leben jetzt oder verzichten. Und verzichten danach. Okay? Und verzichten wirst du sowieso. Leiden? Geist, leiden tue ich sowieso. Ob du jetzt leidest, um danach ein gutes Leben zu führen, oder ob jetzt ein schönes Leben führst, wo du denkst, dass es schön wäre, weil du nicht das kennst, was noch möglich ist, und danach leidest, du entscheidest es. Aber dieser erste Weg ist besser. Dieser erste Weg ist definitiv besser. Deswegen, in diesen nächsten 30 Tagen, hol dein Bestes raus. Habe ein klares Goal. Das ist der allererste Punkt. Habe ein klares, klares Goal. Was ist dein Ziel? P150, P6, P1, P2, 100k, 200k, 300k. Egal, was dein Goal ist, schreib es dir auf. Du musst genau wissen und schreib dir auf, I am so happy and grateful. Okay, ich bin so froh und dankbar, dass ich Chairman Ten bin, dass ich P2K bin, dass ich P1000 bin auf der Zagreb Convention. It's already done. Und ich würde, dass du anfängst, dir das Ganze aufzuschreiben, dass du siehst, dass du es fühlst und so weiter und so fort. Und deswegen hol das Maximale raus. Schreib dir auf, was die wichtigsten Steps sind. Schreib dir auf, was du tun musst. Geh zu deiner Upline und lass den Gameplan machen. Geh zu deiner P6, P1 Upline, P2 Upline und frag, hey, was sind meine nächsten Steps? Was muss ich tun? Was ist das, was ich machen sollte? Und arbeite mit Speed. Arbeite vor allem mit Speed. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, Guys, den viele vergessen, mit Geschwindigkeit zu arbeiten. Viele Menschen warten auf Ereignisse, anstatt sie zu kreieren. Viele Menschen warten, bis die Upline was sagt, anstatt selber zu kreieren. Guys, kreiert die Dinge, die ihr machen müsst. Kreiert das, was nötig ist. Geht raus und launcht euer Business, okay? Macht die Dinge, die getan werden müssen. Aber wir müssen es genug wollen, Fam. Wir müssen es wirklich genug wollen. Und dieser Wille ist eigentlich alles. Und es gibt eine krasse Story. Ich habe sie auf MMX erzählt, aber will sie hier erzählen, weil ich finde, das ist powerful. Und wenn wir über das Thema Why reden, okay? Wir können ein bisschen über das Thema Why reden. Und ich finde Why ein sehr wichtiges Thema, das richtige Why zu haben, einen Grund dafür zu haben, warum du die nächsten 30 Tage all in gehen solltest für die Zagreb Convention, weil du bis dahin sein willst. Okay? Du musst das Why haben. Und es ist krass, weil es gibt eine Story von einer Person, Guys, und diese Story ist von einem Boxer. Okay, der Boxer heißt Buster Douglas. Okay, Buster Douglas ist sein Name. Und er hat einen Kampf gehabt gegen Mike Tyson. Okay, und ich denke, Mike Tyson, von ich kennt jeder, okay, ist einer der größten Boxer, die es jemals gab in unserer Zeit, also wirklich crazy. Und Buster Douglas hatte diesen Kampf gegen Mike Tyson. Und Buster Douglas wurde Knockout gehauen in diesem Kampf. Okay, er wurde auf den Boden gehauen und lag dort. Davor war noch nie ein Moment gewesen, wo Mike Tyson einen auf den Boden gehauen hat und er jemals wieder aufgestanden ist in diesem Kampf. Okay, der Richter hat gezählt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, boom, der Kampf war vorbei. Davor, als Mike Tyson jemanden ausgenockt hat, noch nie ist jemand aufgestanden nach diesem Haken. Jeder war am Boden und der Kampf war vorbei. Und der Richter war bei 9. Okay, er ist gerade am Aufstehen, er ist am Taumeln, aber er hat es geschafft aufzustehen. Und dann war die Runde vorbei. Und das ist so krass, Guys, jetzt dazu. Und diese Runde war vorbei und beide gingen im Boxen, so beide gingen die Ecken, kriegen Refresh, können Ausdauer tanken und so weiter und so fort. Und er ging in seine Ecke zurück. Und als die nächste Runde begann, das war, glaube ich, die 10. Runde, okay, hat Buster Douglas in dieser Runde Mike Tyson ausgenockt. Mike Tyson ausgenockt. Genau, first one who ever did it.
Davor stand Mike Tyson 42 zu 0. 42 Siege, 0 Niederlagen. Überleg mal, du gehst in den Kampf mit einer Person, die 42 Siege hat. Das ist eine 100% Wahrscheinlichkeit, dass du verlierst. Eine 100% Wahrscheinlichkeit, dass du verlierst. Und Buster Douglas geht in den Kampf, wird ausgenockt, steht auf und in der nächsten Runde, bam, Knockout. Wisst ihr, was krass ist, Guys? Buster Douglas wurde gefragt, okay, wieso bist du aufgestanden? Wieso hast du weitergemacht? Okay. Und er meinte, meine Mom hat Monate vor diesem Kampf der gesamten Welt erzählt, dass ich Mike Tyson ausknocken werde. Sie hat jedem gesagt, dass ich das Ganze schaffen werde. Und 2 Tage vor diesem Kampf ist sie gestorben. 2 Tage vor diesem Kampf ist sie gestorben. Und als er in diese Ecke war, er hat sich daran erinnert, ging raus, bam, und hat ihn ausgenockt. 42-1. Boom. Okay. Aber hätte er dieses Why nicht, hätte er nicht diesen Grund gehabt, denkt ihr, er hätte die Kraft dazu? Ich denke nicht. Und ich denke, oftmals brauchen wir dieses Why, Guys. Wir brauchen wirklich dieses klare Why in unserem Leben. Und am Anfang, ich bin ehrlich, es ist nicht schwer, dieses klare Why für dich zu finden. Ich will, dass du anfängst, einfach mal darüber nachzudenken, welches Leben du wirklich führen willst. Fang an, dir mal die beste Version deiner selbst vorzustellen. Wie du aussiehst, okay? Was du für einen Partner an deiner Seite hast. Egal, was es ist, stell dir das Leben vor, was du haben willst. Und fang an zu verstehen, dass dein Leben vielleicht gerade trash ist im Vergleich dazu, wer du sein willst. Und fangen die nächsten 30 Tage all in zu gehen dafür. Okay, all in, all in, all in. Wenn ich sage all in, dann du fühlst, was all in ist. Wenn du wirklich all in bist, dann fühlst du, was all in ist. Hab dieses Why. Denk größer. Okay? Lass diesen Schmerz raus und boom. Bau dieses Business auf. Gib dein Bestes. Okay? Du kannst das definitiv. Und ich würde, dass du anfängst, daran zu glauben. Okay? Deswegen, Guys, diese nächsten 30 Tage geht all in. Bis Zagreb kreiert das Leben, was ihr haben wollt. Wie gesagt, 30 Days. Es ist enough, es ist genug, um alles zu verändern. Und deswegen, spiel nicht das Opfer in deinem Leben, warum du Zeit brauchst, um was zu verändern, warum du Zeit brauchst, um jemand zu werden. Nämlich egal, wie deine Vergangenheit war, I don't care. Okay, mich juckt es nicht, wie deine Vergangenheit war. Hat kein Interesse, wie meine Vergangenheit war. Deswegen, Menschen interessiert es nur, was wirst du werden, was wirst du erreichen. Und darum geht's. Okay, deswegen würde ich sagen, wir haben gleich noch einen absolut kranken Speaker. Ich freue mich da auch drauf. Deswegen würde ich sagen, verliere nicht zu viel Zeit. Danke vielmals für Zuhören. War mir eine Ehre, hier auf diesem Call zu sein. Let's create miracles. Ich gebe nochmal euch Jungs das Wort ab und mache dich einen wunderschönen Abend. Und peace out. Let's go. Wow. Ah, Daniel, was sagst du dazu, Mann? Geist, Gänsehaut, oder? Wirklich Gänsehaut. Diese Story mit Mike Tyson, die kannte ich gar nicht. Oh, das ist krass, Mann. Das ist wirklich crazy, Geist. Also ich bin echt ready. Wow, also ich sag euch ehrlich, dieses Beispiel, ich glaube, passender hätte es gar nicht sein können. Und ich glaube, der größte Feind am Ende des Tages bist du immer selber. Dein Self-Belief, was du selber denkst. Du kannst in diesen Run gehen und du kannst dir sagen, hey, es wird so wie beim letzten Mal, wo ich mich angestrengt habe, beim letzten Run, hat es auch nicht funktioniert. Oder du gehst rein wie Buster Douglas mit einem Warum, mit einer Passion, mit einem klaren Ziel und reichst das Ding ab. Aber jetzt, yes, Freunde, ich sage euch ehrlich, dieser Papa, great, man merkt schon. Guys, real talk, seid ihr ready für den nächsten Speaker, Guys? Drop mal eine 777 in den Chat, wenn ihr ready seid für den nächsten Speaker. Und dreimal dürft ihr raten, wer das sein wird. Daniel, come on, take over. Ah, Guys. Wer ist das wohl, Guys? Drop mal ganz kurz den Namen vom Speaker in der Chatbox. In der Chatbox. Guys, ich hoffe, unsere MacBooks laggen gleich, weil so viele Namen gedroppt werden. Guys, wirklich for real. Ich meine, nach diesem Part, wie gesagt, ich bin wortlos, aber ganz gut zügig zum nächsten Speaker. Guys, for real. Ich weiß, wir sind 30 Minuten im Call. Vielleicht hast du schon sehr viel Value mitgenommen, aber trust me, genau jetzt wird aussortiert und jetzt wird entschieden, ob du wirklich diesen Durchbruch nach diesem Call haben wirst oder nicht. Warum sage ich das Ganze? Weil jetzt die meisten Menschen verlieren die Aufmerksamkeitsspanne. Die meisten Menschen sind am Handy. Die meisten Menschen gucken Reels, die meisten Menschen schreiben nicht mehr mit. Bist du die Person wie die Masse oder hebst du dich hervor und machst die Dinge, die keiner tut? Schreibst mit, bist weiter da, wirklich hast dieses Why in dir, was dich innerlich auftakt, jedes einzelne Mal, weil du weißt, ey, es kann ein Wort kommen, was bei dir alles verändert. Und diese nächste Person, die gleich speaken wird, glaub mir, sie wird diese Worte verlieren. Die wird diese Informations, die Leben verändern, droppen, wenn du aufpasst. Weil ich meine, die Dinge funktionieren für dich nur so, wie du sie wahrnimmst, okay? Und dieser Mann ist wirklich eine Weisheit, eine Inkarnation von Weisheit, trust me.
in seinem Alter, was er schon alles auf die Beine gestellt hat, glaube ich, muss ich gar nicht erzählen. Ja, Geist ist es unfassbar. Ich glaube, die meisten Leute sind sogar vielleicht älter als er, aber definitiv nicht so weit im Leben wie er. Und allein das ist der Grund, warum man definitiv zuhören sollte, weil mein Mentor meinte damals zu mir: Daniel, hör bitte immer vor allem Menschen zu, die das haben, was du haben willst, die das Leben führen, was du führen willst. Rob bitte eine 1 in den Chat, wenn Hussein Jabba da steht, wo du hin willst. Rob eine 1 in den Chat, wenn er das Leben kreiert hat, mittlerweile, was du kreieren willst in deinem Leben. Sei es finanziell gesehen, ja, sei es vielleicht jetzt allgemein. Persönlich, zeitlich, geografisch, wie auch immer. Und wenn das der Fall ist, trust me, don't miss on this information, was gleich kommen wird. Jerome, was sagst du? Du bist stumm, glaube ich, ne? Genau. So. Yes. Yes, guys, ich sage euch ehrlich, Hussein Jabba ist in der Persönlichkeit. Viele können ihn ja nachmachen. Man kann probieren, so sein zu wollen wie er, aber sowas wie ihn gibt es nur einmal. Er ist ein Unikat. Und das sage ich euch ganz, ganz ehrlich. Ich kenne den Bruder, seitdem er 17 Jahre alt ist. Ja, vor 3 Jahren sind wir diese Reise zusammen durchgestartet. Und ich sage euch ganz, ganz von tiefstem Herzen, er ist eine, wie auch Ilya, eine People's Person. Er ist jemand, er kreiert Menschen bedingungslos. Auch schon damals, er war immer für mich. Für viele, viele andere da. Leute, drop mal eine 8 in den Chat, wenn Hussein Jabba dein Leben verändert hat. Komm und lass uns den Leuten zeigen, was abgeht. Hussein Jabba ist nicht nur der Grandfather, ja, auch wenn er so jung ist, der Father of NBA, von dem Movement Never Broke Again. Ja, er ist ein Creator und ich glaube, genau das macht ihn aus. Er hat Visionen, die du noch nicht hast. Deswegen nennen wir ihn unser Leader, Guys. Er sieht Dinge, die wir noch nicht sehen. Deswegen führt er uns. Und ich sage euch ehrlich, ganz, ganz, ganz real. Genau das ist der Grund, warum ich damals noch mit diesem Business durchgestartet bin. Als ich damals gestartet bin, ich hatte keine Ahnung, was Trading ist. Guys, ja, wusste nicht mal, was das ist. Ich hatte damals so eine Präsi, wo Maurice Sommer in einem Opportunity Call irgendwas von Blockchain gesagt hat und ich war direkt raus. Ich war mir felsenfest sicher, dass ich das Business hier nicht starten werde, bis zu dem Moment, wo ich Hussein Jabba kennenlernen durfte. Und danach war ich mir felsenfest sicher, dass ich wissen muss, was der Junge gemacht hat, um da zu stehen, wo er mittlerweile steht. Hussein ist so eine verdammt, verdammt inspirierende Person. Er ist jemand, er sagt die Dinge nicht nur, er macht sie vor. Und deswegen lasst uns aus seinen Fehlern, aus seinen Errungenschaften lernen. Denn er ist nicht nur ein Sherman Guys, er ist ein Trendsetter, er ist ein Rekordaufsteller, er ist der jüngste P5K und der jüngste German 10 aktuell. Ich denke nicht nur I am Germany, sondern in ganz I am Mastery Academy, Guys. Er ist wirklich eine Persönlichkeit, die Dinge auf die Beine gestellt hat. In einem solch jungen Alter, die es so kein zweites Mal mehr gibt. Deswegen sei ready für seine Worte. Nimm das Ganze komplett wahr, weil was er kreiert hat, ich meine, wenn du fit werden willst, von wem lernst du? Von einer Person, die bereits fit ist. Wenn du gut im Zocken werden willst, von wem lernst du? Von einer Person, die gut zockt. Wenn du erfolgreich werden willst, dann lerne jetzt von Hussein Jabba. Our youngest Sherman, ja, 25, soon to be, ja, und ich bin ready für deinen Partner. Much love, Bruderherz. Danke für alles. Und ich würde sagen, I take it over. Yes, Sir, what's poppin' G's? Könnt ihr mich hören, Jungs? Ich denke schon, alright. Also erstmal, Jerome, Daniel, wirklich Dankeschön vom ganzen Herzen für diese lieben Worte. Freut mich wirklich, dass ihr euch alle auch die Zeit genommen habt, Guys. Wir sind gerade immer noch über 200 Personen und ich kann es wirklich nur zurückgeben vom ganzen Herzen, Jungs. Danke wirklich für alles. Wir sehen uns, Guys, wir sprechen jeden Tag, wir quatschen jeden Tag, ob es jetzt ein Jerome, Daniel oder auch andere P2K-Buff-Leader sind. Wir sind konstant in Kommunikation, um einfach sicherzustellen, dass jeder einzelne von euch hier wirklich auf ein neues Level kommen kann. Okay, und solche Worte zu hören, das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Und ich bin extrem stolz wirklich auf jeden einzelnen von euch. Deswegen, Jungs, danke für alles. Ich weiß, wo das Journey angefangen hat. Und ich weiß, wo wir mit diesem Journey noch hingehen werden. Und darauf freue ich mich extrem. Also, Guys, ich würde sagen, lasst uns direkt reinjumpen. Wir haben auf jeden Fall jetzt schon fast Viertel vor, okay? Die Zeit rennt. Und ich habe einiges mitgebracht. Ich will einfach ein paar Dinge mit euch teilen, Guys, weil wir haben heute hier, okay? Wir haben heute hier einen sehr, sehr speziellen Call, okay, Guys? Ich finde, dieser Call heute, dieser Special Team Call, ist meiner Meinung nach wichtiger, okay? Weil es ein Special Call ist als alle anderen NBA Calls, die wir bis jetzt hatten. Weil, Guys, dieser Call hier, alright? Dieser Call, es geht hier in diesem Call um die Zukunft, okay? Es geht nicht etwas, was um etwas, was in der Vergangenheit ist. Es geht nicht nur um etwas, was gerade in der Gegenwart ist. Es geht um etwas, was in der Zukunft ist, okay? Und alles, was in der Zukunft ist, ist etwas, was man kreieren kann. Das ist,
Geist, wenn ich an die Zukunft denke, ich fühle mich wohl, ich fühle mich erfüllt, ich fühle mich abundant. Geist, ich habe Nostalgie. Ich weiß nicht mal, ich kenne die Definition von Nostalgie nicht. Ich weiß nicht genau, was diese Nostalgie ist, okay? Aber ich weiß ganz genau, dass ich Nostalgie verspüre, okay, wenn ich in diese Calls komme, Dinge für euch vorbereite, Dinge mit euch plane, für euch plane, mit den Liedern, wenn wir wirklich dafür sicherstellen oder dafür sorgen, dass jeder Einzelne von euch auf ein neues Level kommt. Es ist ein Gefühl in mir, ich kann es nicht beschreiben. Es fühlt sich so an, als wäre dieses Business schon immer ein Teil in meinem Leben gewesen. Es fühlt sich so an, als wäre wirklich dieses Business, okay, als hätte mich dieses Business seit Tag 1 begleitet, Guys. Und ich spüre jedes Mal diese Nostalgie. Ist mir egal, wer am Start ist und wer nicht am Start ist. Es spielt für mich keine Rolle, wer seine Cameron hat und nicht keine Cameron hat. Ich kann euch sagen, Leute, die Nostalgie ist da, die Liebe zu diesem Business ist da, okay, diese Hingabe ist da. Guys, man kann sich so verdammt viel auf dieser Welt aufbauen, aber glaub mir, mit dem Vehikel hier, alright, wie weit du mit diesem Vehikel kommen kannst, okay, Guys, da gibt es nicht viele Opportunities, nicht viele Lösungen, nicht viele Möglichkeiten, Chancen, okay, die du dir aufbauen kannst, alright. Und was ich wirklich sagen möchte, und das ganz kurz hier, bevor ich direkt in mein Part jumpe, Guys, heute dieser heutige Call, okay, ein 30-Day-Run, und Ilya hat es vorhin angesprochen, die Jungs haben angesprochen, it's time for miracles. Und Leute, wenn ich mir allein jetzt, ich spreche über Nostalgie, ich spreche davon, ich bin auf diesem Call und habe Gänsehaut, Leute. Wenn ich euch sage, ich habe Gänsehaut, wenn ich spreche, dann meine ich das zu 100% ernst so. Ich bin auf diesem Call, ich brenne innerlich im positiven Sinne. Warum? Weil meine Vision vor Augen ist, weil die Vision für mich, für mein Team, für die Menschen, die sich mit mir committed haben, weil sie vor meinen Augen ist. Es gibt für mich, es gibt keine andere Option, als dafür zu brennen und diese Nostalgie zu verspüren. Okay? Und ich kann dir nur ans Herz legen, alright? Dieser Call, allein wenn du diesen Namen, diesen Titel des Calls durchliest, it's time for miracles. Wenn da nicht etwas in dir auslöst, wenn du nicht realisierst, was das bedeutet, vielleicht wusstest du nicht, was das überhaupt heißt, aber it's time for miracles, heißt, es ist Zeit, Wunder zu kreieren. Es ist Zeit für Wunder, okay? Und Wunder, Guys, entstehen immer aus Situationen, die vorher undurchschaubar waren, okay? Wunder entstehen immer aus Situationen, die vorher unlogisch waren. Vielleicht bist du gerade in deinem Leben an einem Punkt, wo gerade Dinge gegen dich passieren, wo Dinge entstehen, entstehen gerade in deinem Leben, die einfach unlogisch sind, unrealistisch, oder wo du das Gefühl hast, warum ich, oder dass du diese, du hast unfassbar große Herausforderungen. Und genau nach solchen Dingen, in aussichtslosen Situationen, wo du das Gefühl hast, dass alles keinen Sinn ergibt, genau da entstehen Wunder. Und ich weiß, dass viele Menschen durch solche Phasen gehen. Und genau deswegen, okay, werden jetzt Wunder entstehen, weil wir diese Sachen verändern werden, weil wir einen Change machen. Und wenn ich mir einfach nur diesen Titel des Calls durchlese, geht in mir etwas auf. Ich kann es nicht beschreiben. Warum? Warum kann ich es nicht beschreiben? Weil ich an die Vision, an die Zukunft denke. Ich nutze meine Visualisierung, meine Vorstellungskraft, die mir Gott gegeben hat. Okay, Guys, wir sind Menschen. Wir sind Human Beings, okay? Wir sind Menschen, egal welche Religion du angehörst. Ich selber, okay, bin sehr religiös. Okay, ich bin ein Muslim und sonstiges. Ein Muslim, da. Und ich bete jeden Tag, ich lese den Koran und mache meine Sachen. Aber eine Sache, okay, die ich definitiv, wo ich zu 100% weiß, egal ob man religiös ist oder nicht, die auf jeden Menschen auf diesem Planeten zutrifft, ist immer eine Sache. Okay, und das, Guys, das über in jeder Religion wird das akzeptiert, okay, jeder Wissenschaftler, okay, jede großartige Person bestätigt das Ganze. We become what we think about. Nochmal, we become what we think about, okay? Und ich will ganz kurz darüber sprechen. Ich will ganz kurz diesen Punkt aufgreifen, bevor wir vielleicht einen Step tiefer gehen und wir ganz am Ende des Calls, und ich sehe gerade, die eine oder andere Person verlässt schon den Call. Guys, am Ende des Calls haben wir ein unfassbar krasses Announcement. Am Ende des Calls haben wir ein Announcement für diejenigen, die wirklich was verändern möchten. Deswegen kann ich nur ans Herz legen, bleib bis zum Ende dran. Nimm das Ganze mit und verpasst diese Information nicht. Und Guys, ich habe darüber gerade gesprochen, we become what we think about. Was bedeutet das? Wir werden das, worüber wir am meisten nachdenken. Und jetzt, wenn du darüber mal wirklich, wenn du das reflektierst, wenn du das dir vor Augen führst, okay? Wenn wir, Guys, das ist nicht von mir erfunden, glaub mir. Ich bin selbst gerade ein 20-jähriger junger Mann, der die letzten 5 Jahre sich den Arsch aufgerissen hat, auf die meisten Dinge verzichtet hat. Ich habe 3, 4, 5 Jahre so gelebt, wie niemand will, und kann heute den Rest meines Lebens so leben, wie niemand kann. Und das sage ich nicht, um anzugeben, sondern ich sage das, weil ich das durchgemacht habe. Und ich sage das, es funktioniert zu 100%. Und jetzt gehen wir zurück. Okay, Guys, ich selber habe diese Information gelernt. Ich selber habe diese Information von Mentoren, von Menschen,
Menschen, die dort stehen, wo ich stehen möchte, gelernt. In den verschiedensten Bereichen, in den verschiedensten Industrien. Und wenn du zurück in die Geschichte gehst, in unserer menschlichen Geschichte, ab der Industrialisierung und sogar davor und davor, okay, bis zurück zu den Römern und davor sogar, okay, Guys, die größten Persönlichkeiten in unserer Geschichte, okay, sind sich einig. We become what we think about. Okay, wir werden da zu dem, worüber wir am meisten nachdenken. Und wenn du jetzt alleine, ohne zu tief in das Thema reinzugehen, ohne dir zu erklären, wie das funktioniert, warum, Gesetz der Vibration, da will ich gar nicht so tief drauf eingehen. Das ist ein Thema für sich. Aber wenn wir diesen Satz jetzt verstehen und ich dir sage, es funktioniert, jetzt denk mal darüber nach. Worüber denkst du den ganzen Tag nach? Was sind deine Gedanken jeden Tag? Was siehst du jeden Tag? Was hast du jeden Tag vor Augen? Ist es pure Negativität? Ist es Hass? Ist es Angst? Ist es Zweifel? Ist es Ablenkung? Sind es Ausreden, Excuses, Probleme? Okay, du weißt für dich selbst, du hörst mir gerade zu und du weißt, worüber du am Tag am meisten nachdenkst. Okay, jetzt reflektier mal, allein heute, der 4. August, allein in den letzten 24 Stunden, 23 Stunden, was waren die größten und prägendsten Gedanken? Welche Gedanken haben dein Verstand über den Tag hinaus am meisten geprägt? Okay, gehen wir einen Schritt weiter über die Woche. Okay, gehen wir einen Schritt weiter über den Monat. Schau dir diese Gedanken an, analysiere dich selbst. Viele wissen gar nicht, wer sie selbst sind. Du denkst, dass du du bist, bist du aber nicht. Du bist gerade, okay, du bist gerade, ich schau mal ganz kurz, wen wir auf dem Call heute haben. Du bist gerade Chantal, du bist gerade Jakob, du bist gerade Marina, du bist Marc, du bist Bishara, du bist Jasmin, Erik, wer auch immer, Timon. Aber bist du wirklich Timon? Bist du wirklich die Person? Oder ist das nur gerade der Name, den du trägst, der getragen wird? Wer bist du wirklich? Wer ist dein Ich wirklich? Und das kennen die meisten gar nicht. Warum? Weil sie sich nicht mit sich selbst befassen. Weil sie nicht sich selbst reflektieren, weil sie nicht sich selbst hinterfragen. Guys, sie stehen jeden verdammten Tag auf, ohne zu wissen, warum sie aufstehen. Ida hat es gerade eben gesagt, auf Join Now zu drücken, das ist einfach. Aber eine Entscheidung zu halten, das ist die Schwierigkeit. Weißt du eigentlich wirklich, wer du bist? Was du kannst? Was du möchtest? Wo du hin willst? Ich kenne sogar P1s auf diesem Call, P600s auf diesem Call, wenn nicht sogar P2s auf diesem Call. Sie wissen immer noch nicht, wer sie sind. Sie wissen immer noch nicht, was in ihnen steckt. We become what we think about, ladies and gentlemen. Und wenn dein Tag den ganzen Tag über Probleme und Probleme sich handelt, und ich weiß, das ist vielleicht gerade nicht einfach, 100%. Ich weiß, das ist gerade tough und ich verstehe dich und ich respektiere das. Weil ich gehe auch durch harte Zeiten, glaubt mir, Guys. Ich habe auch jeden verdammten Tag Herausforderungen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Aber zu 90%, ich versuche zu 90-99% meines Tages mit positiven Dingen mich zu umgeben, die positiven Dinge zu sehen, auch in meiner Position. Weil wenn ich den ganzen Tag nur über die schlechten Dinge, wenn ich Chairman bin, dass wenn ich den ganzen Tag meine Probleme ausspreche, rumheule, mich selbst mitleide, glaubt mir Leute, ich würde tiefer fallen. Egal wie hoch, egal wo ich stehe, egal was ich erreicht habe, wie viel Geld ich verdiene, ist scheißegal. Ich würde fallen. Und genau das solltest du jetzt vor Augen führen. We become what we think about. Worüber denkst du den ganzen Tag nach? Um welche Gedanken, welche Worte, welche Dinge siehst du jeden Tag? Geh mir einen Schritt tiefer, bevor ich zum nächsten Punkt gehe. Leute, wir sind Menschen, wir sind Human Beings. Und als Mensch, und da spielt wieder keine Religion irgendwie, es geht nicht um Religion hier. Es geht darum, was wir Menschen sind und was Gott oder woran du auch immer glaubst, dir geschenkt hat. Wir sind menschlich, okay, wir Menschen, wir sind, okay, man sagt, we are spiritual beings, okay, in a physical body. Wir sind spirituelle Wesen in einem physischen Körper. Wir sind spirituelle Wesen in einem physischen Körper. Guys, wenn man diese Welt verlässt, wenn man stirbt, verlässt dein Geist diese Welt, okay, da, Guys, da kann man darüber so viel reden, okay, das ist so crazy. Dein Geist verliert die Welt, aber dein Körper bleibt bestehen. Schon mal eine Person gesehen, die Welt verlassen hat, die vor deinen Augen gestorben ist? Wenn nicht, ich habe es gesehen. Der Körper ist gleich. Er bleibt da. Aber die Seele ist nicht mehr da. Denk einfach mal darüber nach. Das heißt, Leute, wir sind spirituelle Menschen, okay, spirituelle Wesen in einem physischen Körper, Ladies and Gentlemen. Alright? Okay, mein Beileid, Ries. Alright, David. Okay, gehen wir einen Schritt tiefer. Was meine ich damit? Was meine ich damit? Worauf will ich jetzt hinaus? Guys, Gott hat uns die Gabe gegeben. Okay, es gibt 6 Higher Faculties. Okay, diese 6 Higher Faculties werden in dem Buch Think and Grow Rich behandelt.
Okay, das musst du jetzt nicht lesen heute, um erfolgreich zu werden. Ich empfehle es dir zu lesen. Ich empfehle es dir, dieses Buch vor Augen zu haben und einfach mal zu verstehen, was es alles gibt. Das hat auch mein Mind expanded. Aber es gibt 6 Higher Faculties. Und von diesen 6 Higher Faculties ist ein Faculty, okay? Imagination, okay? Imagination, Vorstellungskraft. Und ich will, dass du ganz kurz mit mir auf einer Linie bist, auf einer Ebene, on one page. Nicht mehr, nicht weniger. Wir gehen nicht zu tief darauf ein. Alright? Lasst uns ganz kurz darüber reden, Guys. Imagination, Vorstellungskraft. Wusstest du, dass wir Menschen, du als Mensch und ein Mensch, okay, wie gesagt, ein spirituelles Wesen in einem physischen Körper, du als Mensch bist Gottes höchste Kreation und du bist das einzige Wesen im bekannten Universum. Ich rede nicht nur über den Planeten, ich rede im Universum. Du bist das einzige Wesen, was die Fähigkeit der Vorstellungskraft besitzt. Schon mal darüber nachgedacht? Es gibt kein Tier, es gibt nichts da draußen, nichts und niemand, der diese Gabe hat, die wir haben, und zwar Vorstellungskraft. Du hast etwas, was daraus niemand hat. Und diese Gabe, Vorstellungskraft, die dir gegeben und geschenkt wurde, wurde dir gegeben, damit du damit kreierst. Deswegen sage ich auch immer, in jedem Einzelnen von uns steckt viel mehr drin, als wir eigentlich gerade zu wissen mögen. In jedem von uns kann man so viel mehr, aus jedem von uns kann man so viel mehr rausholen, als gerade sichtbar ist. Weil wir Menschen damit bestückt wurden, zu kreieren. Wir wurden bestückt, damit zu kreieren. Was heißt kreieren? Creation bedeutet, Guys, okay, etwas sich vorzustellen, okay, und so groß zu denken, so groß etwas zu sehen, dass es so weit weg ist. Aber durch deine Vorstellungskraft und Aktionen wird das, was so groß in der Vergangenheit war, irgendwann mal deine Realität. Denk mal darüber nach. Schau dir Alexander der Große an, Julius Caesar, ein negatives Beispiel ist Hitler. Schau dir jede mächtige Person auf diesem Planeten, die irgendwo etwas Positives oder Negatives kreiert hat. Jede dieser Menschen hat mit einer Vision angefangen, hat ihre Vorstellungskraft benutzt, um da zu stehen, wo sie stand. Und jetzt wollt ihr mir sagen, wir leben im 21. Jahrhundert. Wir leben ja 2023. Wir haben die beste Medizin. Die Wirtschaft, okay, ist nicht am besten Punkt meiner Meinung nach, aber ihr wisst, wo wir leben, wie die meisten von uns leben, Deutschland, Österreich, Schweiz, okay? Wir haben ein Dach über dem Kopf, alright? Wir haben ein Gesundheitssystem oder ein System, an dem ich selber eigentlich nicht so richtig glaube, deswegen, aber ein anderes Thema, okay? Aber wir haben gewisse Dinge, alright, guys? Wir haben Dinge, wir haben Möglichkeiten und Chancen, die es so in der Vergangenheit noch nie gab. Guys, ich habe letztens gelesen, okay, ich will euch wirklich diesen Punkt mitgeben. Wusstest du, dass du heute überhaupt leben kannst? In den letzten 500 Jahren, mussten sich über 4000 deiner Vorfahren so treffen und so kennenlernen und überleben, wie sie überlebt haben, wie sie sich kennengelernt haben, damit du heute leben kannst. In den letzten 500 Jahren gab es 4000 Vorfahren, die sich in der Konstellation, okay, stellst dir vor, alleine, geh einen Schritt weiter. Du hast dich, du hast deine Mom, okay, du hast dein Dad, alright, du hast dich, du hast deine Mom, du hast dein Dad, dann hast du deren Mom und deren Dad, also deine Oma, dein Opa beidseitig, dann nochmal so und so und so. Und gehen wir die letzten 500 Jahre, 4000 Menschen in deinem Stammbaum mussten sich so finden, wie sie sich gefunden haben, okay, damit du heute da sein kannst. Und diese Menschen hatten nicht mal ansatzweise die Versorgung, die Verpflegung, die Nahrung, die Bedingungen, die du heute hast. Und willst du mir sagen, deine Vorfahren sind durch die Hölle gegangen, damit du heute hier auf diesem Call bist, damit du heute in diesem Business bist, damit du heute auf dieser Welt bist und sagst, Bro, ich habe Probleme, ich kann nicht mein Leben verändern. Bro, ich habe zu viele Herausforderungen. Leute, ich sage euch ehrlich, als ich das realisiert habe, ich habe es für mich als Aufgabe gesehen, okay, meinen Vorfahren den Gefallen zu tun, dass sich alles ab mir komplett verändert. Weil ich habe mich geschämt, ich sage euch ehrlich, ich habe mich geschämt. Ich denke mal darüber, what the fuck? Also, ich gehe nur zu meinem Ururgroßvater, zu meiner Ururgroßmutter. Guys, die haben auf dem Land gelebt, die hatten nichts. Da waren krank, crazy. Also, ich will gar nicht 500 Jahre zurückgehen. Und du bist heute hier und redest mir von Excuses und Problemen und was weiß ich. The fuck? Guys, lass uns da wirklich einfach mal gemeinsam aufwachen.
und verstehen, dass wir Fähigkeiten besitzen, um alles zu changen. Um alles zu changen. Und genau deswegen will ich einfach drüber kurz, und das am Anfang des Calls, beziehungsweise als ersten und großen Punkt, hier wirklich anführen, dass du verstehst, dass du alles verändern kannst. Dass egal, was gerade in deinem Leben abgeht, es keine Excuse ist, warum du nicht dorthin kommen kannst, wo du eigentlich hinkommen möchtest oder wo du hingehörst. Okay? Deswegen, wach endlich auf. Ladies and Gentlemen, lasst uns gemeinsam aufwachen. Lasst uns als Empire MBA aufwachen und gemeinsam Dinge verändern. Gemeinsam Entscheidungen treffen. Okay? Dann gehen wir einen kleinen Step weiter, alright? Guys, eine Sache. Und jetzt unabhängig von Kreieren und Sonstiges. Schaut mal, und das ist hart, das ist tough, aber es ist so. Und es wird so passieren. Mit oder ohne dich, hier werden Menschen zu 100% erfolgreich. Und für mich persönlich, Guys, ich sage euch eine Sache. Ich habe Menschen kommen und gehen sehen. Und die meisten Menschen, die gegangen sind, sind heute nicht da, wo sie stehen wollen. So gut wie jeder. Okay? Aber die Menschen, die geblieben sind, haben was verändern können. Alright? Und ich habe eine Sache verstanden. Es geht nicht um die Menschen. Es geht nicht darum, wer es versprochen hat. Sondern es geht darum, wer wirklich bleibt. Alright? Nochmal. Es geht nicht darum, wer es versprochen hat zu bleiben. Es geht darum, wer wirklich bleibt. It's not about who promised. Okay? It's about who stays. Und deswegen, Guys, mit oder ohne dich, vertraut mir, das Bild, hier werden trotzdem Menschen erfolgreich. IAM Academy wird zu 1 Million Customern kommen. IAM Academy wird 1 Milliarde Menschenleben verändern. Wir werden in Empire MBA 100 Chairmans kreieren. Wir werden verdammte Scheiße nochmal geisteskranke Levels createn. Zu 100%. Okay? Das Business funktioniert. Die Frage ist, funktionierst du? Ich sag immer so schön, derselbe Grund, warum du nicht gewinnst, ist derselbe Grund, warum du verlierst. Schreib dir das auf. Derselbe Grund, warum du gerade nicht gewinnst, ist derselbe Grund, warum du verlierst. Du musst nur diesen Grund identifizieren und eliminieren. Das ist alles. Okay? Deswegen, Guys, jeder von uns weiß, was er oder sie verändern muss. Jeder von uns weiß, was er oder sie anders machen sollte. Jeder von uns weiß, was du oder ich, okay, changen sollte. Warum machst du es nicht? Warum veränderst du es nicht? Warum veränderst du es nicht? Merkt ihr, Guys, Ilya hat darüber gesprochen. Ein Jerome hat es nach dem Part von Ilya gesagt. Am Ende des Tages, it's you versus you. Nicht mehr und nicht weniger. Am Ende des Tages, Ladies and Gentlemen, jeden Tag, und das ändert sich nie in diesem Business, bis heute, selbst für mich als Chairman 10 Leader, der ist für einen Ilya als Chairman 50, es ist immer noch das gleiche Spiel, seitdem wir unranked sind. It's you versus you. Es ist du gegen du. Es ist you versus you, dein Ich gegen dein Ich. Deine alte Person gegen deine heutige Person. Die Person, die du gestern warst und die Person, die du heute bist. Und die Frage ist einfach nur jeden Tag stellt sich diese eine Frage. Wer von diesen beiden gewinnt? Wer von diesen beiden Personen gewinnt? Gewinnt die gestrige Person? Oder gewinnt das neue Ich? Und das Ding ist, wenn ein neues Ich für einen Tag gewinnt, heißt es nicht, dass es für immer gewonnen hat. Weil, Guys, Erfolg ist gemietet. Und du musst die Miete jeden Tag bezahlen. Das ist krass, oder? Viele denken, Erfolg besitzt man. Nein. Success is a rent. And the rent can always be due. Was bedeutet das? Die Miete kann jeden Tag fällig werden. Immer. Deswegen muss jeden Tag die Miete bezahlt werden. Der Preis bezahlt werden. Passt dir das nicht? Willst du das nicht? Kein Problem. Verlass den Call, mach was anderes. Leb mit den Konsequenzen. Ich bin hier, um dir zu sagen, was es braucht. Und du kannst für dich entscheiden, ob du es willst oder nicht. Ich sag immer so schön, Guys, es gibt entweder du bist all in oder du bist all out. Es gibt kein Zwischendrin. Du kannst dich nicht zwischen den beiden verstecken und dich immer so ein bisschen umdrehen. Sonst drehst du dich um, aber ich bin all in, dann drehst du dich um, ich bin all out. Geht nicht. Weil in diesem Zustand, wo du dich drehst in der Mitte, verschwendest du Zeit und wirst niemals ankommen. Du verschwendest Potenzial und baust einen Paradigm auf, der dich komplett zum Versagen bringen wird. Deswegen, Guys, spreche ich immer davon, wirklich all in zu sein. Aber darüber werde ich gleich nochmal in den nächsten paar Minuten ganz am Ende sprechen, okay? Viele sprechen immer darüber, Hussein, ich hoffe, dass ich erfolgreich werde. Hussein, ich hoffe, dass ich was verändere. Hussein, ich hoffe, dass sich in meinem Leben was verändert. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal an einem Punkt komme, okay,
dass ich an einen Punkt komme, alright? Der nicht mehr dem der jetzigen Situation gleicht. Weil ich habe damals von einem meiner Mentoren eine Sache gelernt. Er hat mir beigebracht, Hussein, nimmt das mit, Guys, schreibt euch das auf. Er hat mir gesagt, jetzt haben die Spiele begonnen. Wenn Hoffen deine Strategie ist, dann wirst du zu 100% verlieren. Nochmal, Hussein, jetzt haben die Spiele begonnen. Wenn Hoffen deine Strategie ist, dann wirst du zu 100% verlieren. Aber wenn du eine Strategie hast und dann damit hoffst, dann wirst du gewinnen. Und da gibt es einen riesengroßen Unterschied. Weil die meisten sind hier dabei und hoffen, dass sich irgendwas verändert. Sie hoffen, dass sich irgendwas verändert. Sie hoffen, dass irgendwie etwas von alleine in ihr Leben kommt, dass sie nicht mal an dem Punkt stehen. Nein, so funktioniert das nicht, Ladies and Gentlemen. Du brauchst eine Strategie. Du brauchst eine Strategie. Und die Strategie ist, eine Entscheidung zu treffen, sich ein Ziel zu setzen, von den richtigen Menschen zu lernen. Und dann wirst du gewinnen. Aber wenn du diese Dinge nicht tust, und Geist, eine Entscheidung zu treffen, heißt nicht, sein Ziel mal aufzuschreiben. Entweder triffst du eine Entscheidung oder triffst sie nicht. Genauso wie es, wenn es um All-In oder All-Out geht, es gibt kein Zwischendrin. Genauso kannst du nicht eine halbe Entscheidung treffen oder eine Viertelentscheidung oder zwischendrin sein, eine Entscheidung treffen und keine zu treffen. Nein, entweder du triffst sie oder du triffst sie nicht. Und genau das ist es. Deswegen, Geist, du wirst nur gewinnen. Okay, wann? Wenn Hoffen deine Strategie ist, wirst du verlieren. Aber wenn du eine Strategie hast und dann hoffst, dann wirst du gewinnen. Deswegen, frag dich, habe ich schon eine Strategie? Ilya hat am Anfang sehr detailliert darüber gesprochen. Und wenn wir ehrlich sind, du weißt, was zu tun ist. Wenn wir ehrlich sind, du weißt, was zu tun ist, um aufs nächste Level zu kommen. Du weißt, was du hier in der Lage bist zu erreichen. Du weißt, was dich für Levels erwarten. Aber du machst es immer noch nicht. Du machst es immer noch nicht. Da kommen wir wieder zurück. Warum nicht? Stell dir die Frage, warum? Was hindert dich davon? Und ich finde es immer witzig. Und nicht im auslachenden oder demütigenden Sinne, aber es ist echt witzig. Jeder weiß, was zu tun ist. Wenn wir ehrlich sind, weißt du, was du zu tun hast, um aufs nächste Level zu kommen. Du stehst ja einfach nur im Weg. Okay? Deswegen, Guys, lass uns das Ganze auf jeden Fall wirklich umsetzen. Alright? Ganz kurz noch, bevor ich zum letzten Punkt gleich komme. Es gibt 4 Levels of Actions in diesem Business, okay? Es gibt 4 Levels of Actions in diesem Business, Guys. Und das heutige Thema des Calls, it's time for miracles. Und wie ihr schon seht, wir wollen einen 30-Tage-Run starten. Und Guys, ein Run, das ist wie ein Sprint und Marathon gleichzeitig. Wir wollen einen Lauf machen. Wir wollen anfangen, einen Lauf zu machen. Wenn du an einen Marathon denkst, da gibt es einen Startschuss und da gibt es ein Ziel. Okay? Es gibt einen Startschuss und ein Ziel. Und gemeinsam, Guys, werden wir jetzt einen 30-Tage-Run starten. Und dazu kommen gleich die Informationen mit einem Ziel. Und das ist Zagreb. Okay? Und wir werden jetzt loslaufen. Und jetzt stellt sich die Frage, wer auf diesem Call wird sich vorbereiten? Wer auf diesem Call wird sich die passenden Schuhe raussuchen? Wer auf diesem Call wird sich ernährungstechnisch anpassen? Wer auf diesem Call, okay, wird genug schlafen, in dem Fall, wenn es um den Marathon geht? Wer auf diesem Call wird sich wirklich vorbereiten, um diesen Marathon zu laufen? Und genauso ist es jetzt in diesem 30-Tage-Run. Okay? Du kannst nicht den Marathon antreten mit der Person, mit den Gewohnheiten, die du vorher hattest. Das funktioniert nicht. Deswegen machen wir auch diesen Call. Genauso kannst du nicht den 30-Tage-Run starten, wenn du nicht bereit bist, etwas zu verändern und etwas auch änderst. Und diese Veränderungen sind die Dinge, über die wir heute gesprochen haben und sind die Dinge, okay, die du verändern musst, setzen musst, umsetzen musst, um das zu erreichen. Okay? Und bevor ich dazu jetzt gleich, wie gesagt, komme und noch einen weiteren Punkt mit euch teile, okay, es gibt 4 Levels of Actions. Und jetzt will ich, dass du für dich selbst reflektierst. Auf welchem Level of Action bin ich derzeit? Nochmal, auf welchem Level of Action bin ich? Das erste Level of Action. Level of Action bedeutet Level der Umsetzung, Level der Aktion, Level, ja, wo du Dinge tust. Okay, Level Nummer 1, alright? Und das sind meistens leider sehr, sehr viele, okay? Das ist das Level von No Action. Schreib dir das auf, okay? No Action. Was heißt für mich No Action? No Action heißt für mich, du machst nichts. Du machst ganz wenig und du machst nichts. Und ich sag immer, es gibt 2 Gründe, wie du in diesem Business, oder das sind so gut wie die 2 einzigen Dinge, warum du in diesem Business scheitern wirst. Wenn du sehr wenig tust, okay, beziehungsweise nichts,
oder wenn du frühzeitig aufgibst. Okay? Das sind die einzigen zwei Dinge. Und jetzt geht es vor allem um den Punkt, wenn du zu wenig oder gefühlt nichts tust. No action. Okay, vielleicht machst du ja etwas. Vielleicht bist du auf diesem Call dabei. Das ist ja für dich eine Action. Aber hinter den Kulissen passiert nichts aus intrinsischer Motivation. Es passiert nichts aus eigener Überzeugung, aus eigenem Handeln. Man muss dir jedes Mal hinterherrennen, bitte sei auf dem Call dabei. Man muss jedes Mal hinterherrennen, bitte mach deine Cam an. Man muss jedes Mal hinterherrennen, bitte mach dies, mach das. Okay? Und für mich ist das No Action. Du machst nichts. Du bist in dem Business, aber bist gleichzeitig nicht in dem Business. Du bist einfach hier gestartet, okay, weil du motiviert warst, wie im Fitnessstudio dich angemeldet hast, aber nie ins Gym gehst. Und genau so ist das erste Level, okay? Frag dich, bin ich da? Alright, wenn du da bist, änder was. Gehen wir zum zweiten Level of Action. Das zweite Level of Action, Guys, ist Blaming and Retreating Action. Okay, ich kann das Ganze gerne aufschreiben. Okay, Blaming and Retreating Action. Okay, Blaming and Retreating Action. Was heißt das? Was bedeutet Blaming and Retreating Action, Ladies and Gentlemen? Okay, Blaming bedeutet Schuldzuweisungen. Okay, wenn du immer wieder Dinge, wenn du Schuld auf andere schiebst, wenn du Schuld, also die beleidigte Leberwurst bist, die Heulsuse, okay, mit dem Finger auf andere Menschen, auf Probleme, auf Herausforderungen zeigst, okay, wo du dich versteckst und sonstiges, okay, das bedeutet, alright, Blaming and Retreating Action. Und was ist dieses Level of Action? Da sind auch sehr viele Menschen gefangen. Okay? Das ist ein Level of Action, wo man ganz wenig tut. Bisschen mehr als gar nichts, okay? Aber du machst ein bisschen was, alright? Du machst ein bisschen was, um das nicht das Gefühl zu haben, dass du nichts tust. Du belügst dich im Grunde genommen selber, einfach, dass du dich selbst betäubst und sagst, komm, ja, ich mach doch etwas und das kommt noch irgendwann mal, okay? Und das sind vor allem die Menschen. Wisst ihr, was mit diesen Menschen passiert? Diese Menschen starten zurück oder diese Menschen fangen an zurückzufallen in komplett alte Muster, sind eigentlich nie aus diesen Mustern rausgekommen. Okay? Und was passiert mit diesen Menschen? Deren Ego startet Recht zu fertigen. Warum? Okay? Warum sie Recht haben? Warum das, was sie sagen, stimmt und was andere sagen, nicht stimmt? Warum das, was gerade nicht funktioniert, so ist und 100% passt und alles andere als Lösungsvorschlag keine Lösung ist? Das ist die zweite Stufe. Und jetzt musst du reflektieren, bin ich da gerade? Zeige ich mit dem Finger auf andere Probleme, auf andere Menschen Dinge und sage, das funktioniert nicht wegen dem und dem. Und jemand kommt, versucht dir zu helfen, aber du lässt dir nicht helfen. Du tust immer blamen und du bist eine problemorientierte Person. Und wenn du problemorientiert bist, we become what we think about, naja, dann wirst du auch wahrscheinlich keine Resultate kreieren. Gehen wir weiter. Dritte Stufe. Das sind Menschen, die, ja, die some Action haben, etwas Action, okay? Das ist nicht nur ein bisschen, nicht nur wenig, sondern diese Menschen machen etwas, alright? Diese Menschen machen etwas, Sie sagen, hey, okay, ich will vorankommen. Das ist die dritte Stufe, das ist so ein Zwischending, okay? Ich mache was, ich habe wirklich irgendwo Bock, was zu verändern. Diese Menschen hören zu, setzen um, aber es ist noch nicht so, dass sie wirklich all in sind, wie es ein Ilya vorhin beschrieben hat, okay? Und dann gibt es die vierte Stufe und das sind die meisten, oder das sind die Menschen, ab da fängt Erfolg eigentlich an, meiner Meinung nach, in diesem Business. Alright, das ist die vierte Stufe und die vierte Stufe ist Massive Action, Ladies and Gentlemen. Massive Action. In anderen Worten, all in. Alright, die dritte Stufe nochmal, kein Problem. Okay, die dritte Stufe ist Some Action, okay? Etwas Aktion, Some Action. Alright, die vierte Stufe, wie gesagt, Massive Action, Ladies and Gentlemen. Okay, Massive Action. Du bist all in. Alright, du bist all in. Alright, guys, einer meiner Mentoren hat immer gesagt, Hussein, life favors the ones that take massive action. Was heißt das? Was bedeutet das? Nochmal. Life favors the ones that take massive action. Das Leben belohnt diejenigen, die wirklich massive Aktion, die wirklich 100% geben in dem, was sie tun. Die wirklich all in sind. Diese Menschen werden im Leben immer belohnt. Zu 100%. Okay? So. Und jetzt können wir wirklich reflektieren und überlegen, in welcher Stufe bin ich? In welcher Stufe bist du? Wo bist du gerade? Bist du bei Stufe 1, 2, 3 oder 4? Weil, Geist, Stufe 4, erst wenn du zu Stufe 4 kommst, wo du wirklich all in bist, okay? Wo du wirklich, und zu was heißt Prozent für dich, sage ich euch gleich, Ladies and Gentlemen. Dazu komme ich sofort, okay? Aber erst wenn du richtig all in bist, erst wenn du wirklich die richtigen Dinge tust, wenn du wirklich konstant bist, und wie ich es euch auch gleich mitgeben werde,
Erst ab diesem Zeitpunkt bin ich der Meinung, dass du Miracles sehen wirst. Weil es geht doch um Miracles. Es geht um Wunder. Es geht um Durchbrüche, um Levels, die du so noch nie in deinem Leben hattest. Okay? Und was bedeutet das Ganze jetzt für mich? Okay? Was bedeutet das Ganze für mich? Was bedeutet jetzt Stufe 4? Was bedeutet All In? Was bedeutet Massive Action? Alright? Guys, Massive Action bedeutet für mich, dass du deine Komfortzone verlässt. Ich gebe euch jetzt einfach ein paar Punkte aus dem Herzen, nehmt die mit, schreibt sie auf, nehmt sie durch die Herzen, okay, und vertraut mir, wenn das implementiert, wird sein Leben verändern. It's so simple, alright? Für mich bedeutet All In, dass du deine Komfortzone verlässt. Dass du aufhörst, dir einzureden, dass du etwas nicht kannst. Dass du an dem Punkt bist, wo du sagst, hey, ich habe es satt. Ich habe es satt, die ganze Zeit broke zu sein. Ich habe es satt, dieselbe Person zu sein. Ich habe es satt, die fucking selben Resultate zu haben. Ich will jetzt endlich mal was verändern. Ich will komplett alles in meinem Leben changen. Weil ich bin nicht hier, um zu spielen, nicht um meine Zeit zu verschwenden. Ich bin hier, um zu killen. Ich bin hier, um alles zu changen. Okay, und wenn es um All-In-Guys geht, erzähle ich euch ganz kurz was, okay? Schaut euch das Ganze mal an und das gebe ich euch noch ganz kurz hier mit. Alright, und dann sollten wir auf jeden Fall auch für heute im Grunde genommen durch sein, okay? Guys, wir sprechen immer darüber, auf dieser Welt gibt es eine 95% Seite, richtig? Es gibt eine 95% Seite und es gibt eine 5% Seite. Und wir sprechen immer darüber, die reichen Menschen werden immer reicher und die armen Menschen werden immer ärmer, richtig? Und Guys, es gibt einen Fakt, in IAM Mastery Academy, in unserem Business, gibt es genauso eine 95% Seite und eine 5% Seite. Und was sind die 95%? Die 95% sind Menschen, die jeden verdammten Tag Excuses an den Tag legen, die sich selbst nicht richtig kennen, die selbst immer nach Ausreden suchen, warum sie nicht bei einer Convention dabei sein können, warum sie nicht auf dem Teamcall dabei sein können, warum sie nicht ihre Cam anmachen können, okay, warum sie nicht mitschreiben können, alright, sie haben Excuses, warum ihre Autoship nicht bezahlt werden kann. Diese Menschen suchen Ausreden. Sie bereichern ihr Leben mit Excuses, Ausreden, okay, und Dingen, alright, die sie einfach bestätigen. Sie sind nicht bereit, neue Perspektiven zu erlangen. Genau das trifft auch diese Menschen zu. Diese Menschen sind nicht richtig bereit, in sich selbst zu investieren. Diese Menschen gehen nicht die Extrameile, setzen sich keine Ziele, okay? Und verstehen nicht, was hiermit möglich ist. Das sind diese Menschen, die zur Masse angehören. Und das sind Stufe 1, okay? 2 und Stufe 3, über die ich gerade gesprochen habe. Alright, nochmal. Keine Cam an, okay? Keine Autoship aktiv. Auf keinem Call dabei. Wenn sie dabei sind, keine Cam an. Okay? Lassen Sie es nicht sagen. Sind egoistisch. Sind nicht dankbar für die Menschen, die um sie herum sind. Ich kann euch so viele Beispiele mitgeben, was diese Menschen gemeinsam haben. Und das ist die Masse leider, Guys. Das ist die Masse. Okay? Und jetzt kommen wir zu dem vierten Punkt. Das sind die Menschen, die Massive Action haben. Das sind die Menschen, die all in sind. Das sind die Menschen, die Folgendes verstanden haben. Und erst ab dem Zeitpunkt, wo du zu Punkt Nummer 4 gehörst, all in bist, zu den 5%, wirst du deinen Durchbruch sehen. Und Guys, ich gebe euch das Ganze gerade mit und das sind die Fakten. Okay, was meine ich damit, Ladies and Gentlemen? Ganz einfach. Worauf will ich jetzt hinaus? Ganz simpel. Okay, diese Menschen, alright, sie sind all in. Bedeutet, sie haben immer ihre Camps an. Sie sind auf jedem Call dabei. Sie sind coachable. Sie gehen auf ihre Upline zu. Sie sind proaktiv. Okay, sie sind dankbar. Okay, sie sind aktiv in ihre Autoship. Sie investieren in sich selbst. Alright, sie arbeiten an sich, setzen sich Ziele. Arbeiten auf diese Ziele hinaus. Haben Probleme, und überstehen die Probleme und machen weiter. Das sind diese Menschen. Okay, sie lassen sich nicht von jeder Herausforderung einfach komplett wegblasen. Diese Menschen sind aktiv. Alright, sie sind all in. Sie sind präsent in jeder Gruppe. Okay, Guys, ich kann euch so viele weitere Beispiele geben. Diese Menschen lassen sich nicht von irgendwelchen Herausforderungen runterkriegen, sondern gehen diese Herausforderungen an, stellen sich diese Herausforderungen und machen weiter. Okay, sie haben kein Ego oder sind gar zu niemandem undankbar. Okay, natürlich, wenn Unstimmigkeiten mit einer Person sind, sie sind lösungsorientiert. Sie sind darauf fokussiert, Probleme zu lösen. Okay, Lösungen zu finden für Dinge, die gerade gegen sie gehen. Das sind diese Menschen. Sie sind all in und kennen keinen Plan B. Und jetzt musst du dich fragen, gehöre ich zu diesen Menschen? Weil vertrau mir, ab dem Zeitpunkt, wo du zu diesen, ich nenne das ganz gerne und darüber spricht auch Jerome sehr, sehr gerne, das sind die A-Type, okay, die A-Type People, okay, die A-Type Player, alright, Guys? Und das sind die B-Type Guys, okay? Das sind die B-Type. Und du musst dich fragen, zu welcher Seite gehöre ich? Bin ich einer von vielen,
Die einfach, die immer Excuses hat. Zagreb steht zum Beispiel an. Aber Hussein, ich habe Arbeit. Hussein, ich habe kein Geld. Hussein, ich habe Probleme. Ich verstehe das gar nicht. Und ich tue niemanden demütigen oder niemanden schlecht reden oder niemanden auslachen oder sonstiges. Ich gebe euch die Dinge, die ihr müsst und das vom Herzen, weil ich euch erfolgreich sehen möchte. Und guys, excuses sound best for the person who make them up. Yeah, die excuses, die Ausreden hören sich immer am besten an für die Person, die diese Ausreden an den Tag legt. Natürlich. Aber es gibt immer Lösungen. Bist du lösungs- oder problemorientiert? Gehörst du zu den A-Type oder B-Type-People? Bist du in Massive Action on All In? Oder gehörst du zu den 1-3-People-Action, okay? Stufe 1, 2 oder 3. Alright? Deswegen, Guys. Es beginnt alles mit uns, mit dir. Und der letzte Punkt, den ich heute ansprechen möchte, bevor ich zum Announcement komme, Ladies and Gentlemen. Bevor ich zum Announcement komme, okay? Guys. Ich sage euch ehrlich, ich spreche so oft darüber. Wir haben nicht gewartet. Ein Ilya hat nicht gearbeitet, hat nicht darauf gewartet. Okay? Ich habe nicht darauf gewartet. Ein Maurice hat nicht darauf gewartet. Ein Marvin hat nicht darauf gewartet. Ein Alex Morton hat nicht darauf gewartet. Deine P2-Upline hat nicht darauf gewartet. Wir haben Entscheidungen getroffen und haben verstanden, jetzt oder nie. Jetzt oder nie. Ich oder niemand. Wir haben verstanden, dass in unserem... Geist, jede reiche Familie auf diesem Planeten war an irgendeinem Zeitpunkt arm. Bis eine Person gekommen ist und entschieden hat, wir werden es nicht mehr. Und alles für diese Familie und Generationen danach verändert hat. Schau dir die reichsten Familien der Welt an. Deine Nachbarsfamilien, die Millionäre sind. I don't care. Jede Familie auf diesem Planeten war zu einem Zeitpunkt in der Geschichte arm. Jede. Bis eine Person irgendwann mal die Entscheidung getroffen hat, etwas zu verändern. Und seit diese Person diese Entscheidung getroffen hat, hat sich alles von da an und Generationen danach verändert. Von mir aus, Guys, wir sprechen über Rockefeller. Jede Familie war arm, bis eine Person was verändert hat. Okay? Viele, viele weitere Dinge. Und jetzt musst du dich fragen, wow. Wie sieht's mit mir aus? Warum nicht ich? Warum nicht ich? Why not you? Ladies and Gentlemen, egal wer ihr seid, egal woher ihr kommt, egal was für einen Abschluss ihr habt, egal wie alt, wie groß, wie klein, wie dick, wie dünn, welche Hautfarbe, welche Herkunft, es spielt keine Rolle, welche Sprache du sprichst. Jeder von uns hier hat alles, was er oder sie benötigt, um alles zu verändern. Jeder von uns kann es. Aber nicht jeder von uns kann es mit der jetzigen Person, die er oder sie gerade ist. Nein. Du kannst es nur, du wirst es nur, wenn du einen Change machst. Genauso wie die Familien, jede Familie auf dieser Welt zu einem bestimmten Zeitpunkt immer arm war, es würde so weitergehen. Die Familie wäre weiterhin arm. Aber warum war es sie nicht mehr? Warum? Weil eine Person etwas verändert hat. Das heißt, hätte die Person nicht was verändert, würde alles gleich bleiben. Genauso auch hier. Wenn du jetzt nichts veränderst, und es geht nicht, ich rede nicht mal über deine Familie gerade, ich rede über dich, das ist dann die nächste Stufe. Aber wenn du jetzt nichts veränderst, dann wird es genauso wie mit dem Familienbeispiel, was ich gerade gegeben habe, für dich weitergehen. Und du wirst immer noch am selben Punkt sein. Du wirst immer noch dieselben Resultate sehen. Deswegen stell dir die Frage, warum nicht ich? Warum nicht ich? Warum nicht du? Warum nicht du? Genau diese Frage, Guys, habe ich mir in meinem Kinderzimmer gestellt, als ich sehr jung war, als ich kein Bart hatte, als ich frisch aus meinem Stimmbruch rauskam, keine Inspiration, kein Wissen, keine Lebenserfahrung. Aber was ich hatte, war Hunger, Disziplin und die Bereitschaft, etwas zu verändern. Ich war all in, Guys. Ich war wirklich all in. Ich habe mich nicht von irgendwelchen Dingen ablenken lassen, nicht von irgendwelchem Lärm ablenken lassen. Ich habe eine Entscheidung getroffen, bin diesen Weg gegangen bis zum Ende. Und ich kann euch, das war meine Mentalität. Ich habe mir gesagt, hey, entweder ich gehe schermen oder ich gehe drauf. Nochmal, das war meine Mentalität. Musst du nicht adapten, kannst für dich entscheiden, I don't know. Ich habe gesagt, für mich, ich spreche über mich selbst. Ich habe gesagt, ich gehe entweder Chairman 10 oder ich gehe drauf. Crazy. Nichts kann mich davon abhindern, Chairman 10 zu gehen, außer der Tod. Und genauso kann ich euch jetzt sagen, Guys,
Nichts wird mich davon hindern, 10 Chairman Leader in unserer Organisation zu kreieren. Nichts wird mich davon hindern, Chairman 100 zu gehen. Nichts wird mich davon hindern, okay, mit uns, mit euch gemeinsam Schulen zu bauen, okay, Waisenhäuser zu bauen, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen, außer der Tod. Nichts. Und wenn ich ehrlich bin, nicht mal der Tod inzwischen kann mich davon hindern, weil wir eine Legacy mittlerweile aufgebaut haben, die so groß ist, so stark ist, dass diese Ziele zu 100% erreicht werden. Deswegen, Family, trifft die Entscheidung für euch. Es ist 23:23 Uhr, alright? Das waren auf jeden Fall einfach ein paar Worte aus dem Herzen. Ihr wisst, it's time for miracles, okay? Noch nicht rausgehen. Ich gebe euch jetzt ganz kurz für 3, 4 Minuten die letzten Informationen. Aber das war's von meinem Part, von meiner Seite aus, okay? Von meinem Part, von meiner Seite aus. Die Worte, die ich mit euch teilen wollte, die Dinge, die ich euch mitgeben wollte. Miracles entstehen nur dann, wenn wir diese Dinge verstehen.